Dann beginne ich einfach mit der Anmoderation. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Cordula Schulz-Asche, Mitglied des Bundestages Bündnis 90 Die Grünen. Damit es ganz korrekt wird, lese ich das andere auch noch vor. Mitglied im Ausschuss für Gesundheit des Bundestages in der Grünen Bundesfraktion und Sprecherin für Pflegepolitik sowie Sprecherin für Altenpolitik. Das Thema hatten wir heute Morgen schon sehr häufig, dass wir auf das Thema Pflege kamen und dass wir gesagt haben, da werden wir uns in Zukunft auch noch mit beschäftigen müssen. Und natürlich der Herr Mutas von dem Bundesinitiative 50+. Wir sind jetzt ein bisschen näher gerückt, haben ein bisschen die Location gemütlicher gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben nicht ganz so viel Publikum. Jetzt wieder erwarten, haben wir doch ganz viel mehr. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Und ich habe zwei so Leitfragen notiert und angestrichen. Zum einen, ein bisschen provokant vielleicht, haben die Alten die Macht in der Republik? Und ich denke, damit steigen wir auch ein, weil manchmal ist es ja ganz gut, auch ein bisschen revolutionär zu sein und ein bisschen zu picheln. Und wir haben oben in unserem Workshop ja durchaus, Herr Mutas, sowas festgestellt, dass wir eine ziemlich starke Gruppe sind, die Leute 50+, dass da nicht nur viel Know-how sitzt, viel Wissen, sondern dass da auch Geld sitzt, dass da auf der anderen Seite aber auch viel Potenzial ist für Zuwendung. Und das ist natürlich eines Ihrer Gebiete, Frau Schulz-Asse. Also haben wir die Macht? In bestimmter Hinsicht sicher schon. Wenn man quantitativ vorgeht, würde ich mal sagen, ist die Gruppe der Älteren, zu der ich mich ja jetzt auch zähle, mit Mitte 60 ist man ja irgendwie an der Grenze, die man früher gar nicht für möglich gehalten hat, als man jung war. Aber vor allem auch in der Fitness, in der wir ja meistens ja, also gerade die auch alle sitzen. Das heißt, es ist ja eine andere Generation als die meiner Eltern, wo man mit 75 schon steinalt war. Das ist schon, hat sich schon verändert. Wir haben natürlich sehr viele, in der Wählerschaft macht sich das deutlich noch bemerkbar. Wir haben, was ich immer so eine ganz beeindruckende Zahl finde, wie stark dieser Altersüberhang in unserer Gesellschaft ist. Die beiden großen Volksparteien, also die SPD und die CDU, verlieren jedes Jahr 1 Million Wähler allein durch Tod. Das heißt, sie versterben einfach aufgrund der Altersstruktur 1 Million Wähler. So viel können, oder sagen wir, es ist schwierig, so viele neue Wähler hinzuzugewinnen. Das heißt, wir haben auch strukturelle Probleme, die sich daraus ergeben. Aber im Moment haben wir eben noch eine sehr große Gruppe älterer Menschen. Ich hatte mal eine Praktikantin, die hieß Anna, deswegen heißt es bei uns Annas Torte. Im Jahr 2065 werden wir nur noch die Hälfte der Bevölkerung haben, die im arbeitsfähigen Alter, also zwischen 20 und 65 ist. Und in die andere Hälfte sind entweder Kinder oder in Ausbildung oder eben Menschen über 65. Und das ist, glaube ich, die Situation, die vor uns liegt und wo ja das auch unter dem Stichwort Demografie auch richtig ist, sich darauf vorzubereiten. Und zwar, weil wir, was wir ja jetzt schon merken, ist der Fachkräftemangel. Und der wird natürlich gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Pflege besonders eklatant werden, weil wir dort mehrere Entwicklungen haben, die gleichzeitig stattfinden. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, damit verbunden sind auch mehr Erkrankungen, ganz logisch. Und wir haben aber eben auch den Ausstieg bewährter, gut ausgebildeter Fachkräfte, sei es jetzt in der Ärzteschaft als auch in der Pflege, die ausgebildet sind und die ab nächstem Jahr, da fangen die Babyboomer an, in Rente zu gehen, eben aus den Berufen ausscheiden werden. Und da, glaube ich, muss man schon sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten, ich sah selber meine Enquete-Kommission im Hessischen Landtag, demografischer Wandel, aber es hatte eigentlich keine Folgen. Wir haben ja diese Prozesse alle abgesehen, dass wir diese Altersstruktur bekommen werden, dass sie sich zuspitzen wird, dass die Fachkräfte aus dem Beruf rausgehen würden. Eigentlich hätten wir mit den ganzen Initiativen, wie die wir jetzt machen, mehr Ärzte auszubilden, mehr Pflegepersonal auszubilden, hätten wir eigentlich viel früher anfangen müssen, um das Potenzial, was wir brauchen, eben bei einer älter werdenden Gesellschaft auch wirklich zu haben. Mhm. Da greifen Sie etwas auf, was heute Morgen ganz zu Beginn unserer gemeinsamen Diskussion, ich sehe schon das Nicken, was da angesprochen wurde, dass wir im Prinzip, wurde gesagt, ich gebe das jetzt einfach so noch einmal wieder und wiederhole das, dass wir im Prinzip Scherben aufkehren und dass wir Symptome reparieren und dass wir nicht prophylaktisch vorgegangen sind. Und dann kam auch der ein oder andere Einwand, dass man vielleicht schon viel früher anfangen sollte bei Kindern, bei Jugendlichen, eine Einstellung, ein Mindset zum Thema, ich werde älter und ich werde mal ganz alt vornehmen sollte. Wir waren vorhin im Workshop zusammen, Herr Mutas, und wir haben festgestellt mit der eindeutigen Armbewegung, ja, wir sind da, wir 50+. Und ich glaube, Sie wollen uns irgendwas zeigen. Ich bin schon ganz gespannt, was Sie mit der alten Bild-Zeitung machen werden. Ja, ja, ich habe hier eine Bild-Zeitung gefunden, die ja jeder kennt, vom 10. April 2008. Ja,
also gut 11 Jahre alt, da steht das drin, worüber wir hier diskutieren. Die Alten übernehmen die Macht, Rentnerrepublik Deutschland. Interessanterweise macht man damals den Vorschlag, den Alten nur ein halbes Stimmrecht künftig einzuräumen, damit das wieder ausgeglichen wird gegenüber den immer weniger werdenden jungen Leuten. Schon bald ist jeder zweite Wähler über 50. Keine Partei gewinnt ohne die Stimmen der Senioren. Also Wissen tun wir im Grunde um diese demografischen Veränderungen, um diese massiven demografischen Veränderungen schon sehr lange. Ich habe eben noch die Frage gestellt, seit wann sterben in Deutschland mehr Menschen, als gleichzeitig geboren werden? Weiß es einer? Seit wann sterben mehr Menschen, als geboren werden? Müller muss das vom Berufswegen wissen. Interessanterweise in dem Jahr, in dem in Deutschland zum letzten Mal die Olympischen Spiele stattgefunden haben, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat, weiß ich nicht. Ist wissenschaftlich nicht untersucht worden, aber seit 1972 sterben ununterbrochen in diesem unserem Lande gemeinsam, also neue und alte Bundesländer, mehr Menschen als im gleichen Jahr, im gleichen Jahreszeitraum geboren werden. Also wir wissen schon sehr lange, dass wir demografische Herausforderungen, will ich es mal nennen, bekommen. Und wir wissen auch schon sehr lange, dass wir ja mit zunehmender Alterung oder zunehmendem Älterwerden, und das heißt ja nicht nur immer mehr, die leben ja auch noch länger, auch Herausforderungen bekommen im Hinblick auf Pflege, auf Gesundheitsversorgung. Und Sie sagen es ja selbst, da haben wir doch offensichtlich so richtig irgendwo an irgendeiner Stelle was verpennt. Warum ist das so? Ja, wir haben noch was verpennt, wenn ich da das hinzufügen darf. Weil wir haben ja gleichzeitig noch einen gesellschaftlichen Wandel, der mit dem demografischen einhergeht. Nämlich wir haben die jetzige Generation der über 65-Jährigen bis ins ganz hohe Alter, die haben ja in der Regel noch 2, 3 Kinder gehabt. Das heißt, die Pflegearbeit oder die Betreuungsarbeit haben sich in der Regel, teilen sich im Moment noch sehr viele Menschen in der Familie auf. Wir haben ungefähr 75% der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Aber auch da kriegen wir jetzt ein Riesenproblem, weil also meine Generation, die jetzt als nächstes in, sag ich mal, die 65 überschreiten, ich habe zum Beispiel nur eine Tochter und die hat jetzt aber schon 2 Eltern. Da kann nichts mehr geteilt werden an Pflegeverantwortung im familiären Bereich, noch dazu, wenn die berufstätig sind. Und das heißt, dass wir tatsächlich wie gesagt, sehr spät, aber die Diskussionen werden ja geführt. Ich glaube, die Bereitschaft war eher nicht da, da wirklich in konsequente neue Strukturen zu investieren. Die Kommunen haben sich in der Altenhilfe aus vielen Aufgaben herausgezogen, sind ja auch zum Teil wirklich schwach finanziell ausgestattet, also mit großen Unterschieden. Ich komme aus Eschborn, das ist eine der reichsten Städte Deutschlands bezogen. Aber die Frage zum Beispiel, wie kümmert man sich um arme oder überhaupt ältere Menschen, die alleine zu Hause wohnen und wie stellt man sicher, dass sie am sozialen Leben teilhaben in der Gemeinschaft, all solche Fragen erfordern natürlich Investitionen. Und ich glaube, wir haben eine Menge von so Modellversuchen gemacht. Es gibt ja auch in jedem Ort, gibt es irgendwas, wo man so ein bisschen so modellhaft dann mal ein Projekt gemacht hat. Die Mehrgenerationenhäuser sind zum Beispiel, wo man gesagt hat, wir brauchen ein Café, was unter Umständen von Ehrenamtlern betrieben wird, damit die Leute niedrigschwellig dahin gehen, wo alle möglichen Angebote gebündelt werden. Aber letztendlich hat da nie in den vergangenen Jahren wirklich jemand in so eine sich auf die Alterung einstellende Sozialstruktur eingestellt. Wie gesagt, wir sind ja nicht alle pflegebedürftig, wenn wir 65 werden. Im Gegenteil, wir sind meistens alle sehr viel gesünder und werden 90 oder 98 oder zum Teil 100. Und dann sind es vielleicht auch nur die letzten Wochen oder Monate, wo man tatsächlich auf Pflege angewiesen ist. Aber die Zeit davor ist, glaube ich, die große Herausforderung, wie wir es schaffen, dass man tatsächlich auch im Zusammenleben mit der jüngeren Generation tatsächlich auch am sozialen Leben teil hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass Einsamkeit einer der Hauptgründe für Pflegebedürftigkeit in unserem Land ist. Die Vereinsamung, dass man zu Hause bleibt, dass man sich nicht vor die Tür traut, dass man am Ende immer unsicher wird, sich zu bewegen und dann über einen Teppich stolpert oder die Treppe runterfällt und dann einen Schenkelhalsbruch kriegt. Also solche Biografien können wir alle zuhauf erzählen, die im Bereich der Pflege unterwegs sind. Und da gibt es, finde ich, da brauchen wir wirklich einen gesellschaftlichen Aufbruch über solche
solche Fragen zu diskutieren. Was ist es uns wert, dass auch die älteren Menschen tatsächlich im sozialen Leben integriert sind? Und dann natürlich verbunden mit der Frage, wie schaffen wir das, das entsprechende Fachpersonal zu haben, die solche Strukturen auch organisieren können? Und wie schaffen wir sie vor allem auch zu finanzieren? Ohne die Jüngeren jetzt wieder zu überlassen. Das ist ja dann gleich die nächste Frage, die da dann direkt an anschließt. Und ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen eher los. Wir sind jetzt schon beim Thema Pflege, für das Sie ja Spezialistin sind. Aber ich weiß zum Beispiel von meiner eigenen Mama, die ist 81 Jahre alt, die lebt in Emsland, also in Norddeutschland. Und die erzählt mir ganz oft, bei uns kommt der, ich sag mal, HNO-Arzt alle 2 Wochen. Der kommt dann aus irgendeiner größeren Stadt und wird dann abgeordnet und hat dann einmal alle 14 Tage Sprechstunde. Und genauso ist es beim Gynäkologen und genauso ist es beim Neurologen und genauso ist es beim XY-Arzt. Das heißt, auch da beginnen wir ja an unsere Grenzen zu stoßen oder haben sie schon längst überschritten. Das heißt, auch da, um bei Ihrem Wortlauf zu bleiben, haben wir etwas verschlafen und müssen wir jetzt irgendwo etwas aufholen. Also das ist vielleicht ein Bereich, wo ich mal auch ein bisschen was Kritisches sagen will. Nicht nur, nicht an allem ist die Politik schuld. Ich glaube schon, dass diese Prozesse von der Politik zur Diskussion gebracht werden müssen und in die Gesellschaft getragen werden. Das ist sicher, da haben sicher viele das nicht getan. Gerade in der ambulanten ärztlichen Versorgung, gerade der hausärztlichen Versorgung, wissen wir auch seit vielen, vielen Jahren, ich habe es gerade erzählt, als ich in dieser Enquete-Kommission war, demografischer Wandel in Hessen, da war gerade die Situation, dass in der Ausbildung der Ärzte der Frauenanteil die 50% überschritt. Ich glaube, inzwischen ist er bei fast 70% im Bereich der Pharmazeuten, also die Apothekerstudium, ist der Anteil bei über 90% Frauen. Wir haben in beiden Bereichen Strukturen, die im Prinzip aus den letzten 50er Jahren kommen. Eine Einzelpraxis, also der typische Landarzt, wo die Gattin sich um die Kinder gekümmert hat, ein bisschen mitgeholfen hat bei der Patientenbetreuung und ansonsten den Garten gemacht hat und in der Kirche Kuchen gebacken hat. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber diese Strukturen, junge Leute, weder die Frauen noch die Männer, die heute die in diese Berufe gehen, wollen in diesen Strukturen arbeiten. Die haben zum Teil auch Probleme, die Anfangsinvestitionen zu übernehmen, das heißt eine ganze Praxis zu kaufen, vor allem auf dem Land, wo man nicht weiß, wie sich das weiterentwickelt. Die sind aber durchaus bereit, unter Umständen 5 Jahre im Angestelltenverhältnis in einer bestimmten Struktur, wo man mit Kollegen zusammenarbeitet, eben auch auf dem Land zu arbeiten. Aber diese Strukturen haben wir nicht. Wir haben aber eigentlich eine Organisation, die dafür zuständig ist, nämlich die Kassenärztliche Vereinigung. Das Gleiche ist im Apothekenbereich. Wir haben die Einzelapotheken. Es ist ganz schwierig für junge Apotheker, sich zusammenzuschließen und zum Beispiel zusammen überhaupt zu 5- oder 6-mal eine Apotheke zu kaufen. Das ist praktisch unmöglich. Dafür müsste man erst die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Das heißt, wir haben auch die Krankenhäuser, die Zusammenarbeit von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten, das ist genauso verrückt, weil im ländlichen Raum geht es ja darum, die Versorgung sicherzustellen, aber wir haben da Schranken, Sie haben das vielleicht jetzt in den letzten Wochen mit den Notaufnahmen mitbekommen, der Streit, wer ist dafür eigentlich zuständig und das in einer Situation, wo wir tatsächlich gerade im ländlichen Raum, aber auch in sozialen Brennpunkten darüber diskutieren müssen, wie wir die Versorgung überhaupt flächendeckend sicherstellen können. Und zwar nur auf, jetzt ist die strukturelle Seite, war noch gar nicht beim Personal, also bei der Menge des Personals, was überhaupt zur Verfügung steht. Nun haben wir ja vor wenigen Wochen eine Studie präsentiert bekommen, nach der, sage ich mal, mit meinen einfachen Worten die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland geschlossen werden sollten. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, an einem klassischen Flächenland. In meiner Stadt mit 6.500 Einwohnern gibt es noch ein Krankenhaus mit 170, 180 Betten. Das steht also durchaus auf der Kippe, sage ich mal. Nun hat die zuständige Ministerin in Rheinland-Pfalz einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, nachdem über eine sogenannte Sicherstellung die auf der Kippe oder schon über die Kippe hinweg stehenden Krankenhäuser, von denen es noch gut geht, gestützt werden sollen, mit dem Effekt, so sagen dann die Kritiker des Gesetzes, dass denen es noch gut geht, über diese Sicherstellung demnächst dann auch an den Rand ihrer existenziellen Möglichkeiten gebracht werden. Ist das ein Weg, wie man sich in Zukunft Gesundheitspolitik vorstellen muss? Also im Krankenhausbereich kenne ich, weil ich so lange in der Landespolitik war, das ist ja vor allem in der Landesverantwortung, ist es so, dass wir eigentlich bundesweit, vielleicht ein bisschen weniger in den östlichen Bundesländern, weil dann nach der Wiedervereinigung an sehr viel konzentrierter auch die Krankenhäuser gebaut wurden. Aber wir haben halt in Westdeutschland
eine gewachsene Struktur von Krankenhäusern. Manchmal sage ich so ein bisschen flapsig, es gibt Krankenhäuser, die stehen am Ort, weil da im 13. Jahrhundert ein Mönchenstift runtergefallen ist. Ja? Und der fand es dann schön und da wurde ein Krankenhaus gegründet und dann hat sich so eine kleine Stadt drum entwickelt oder wie auch immer. An solchen Orten stehen immer noch Krankenhäuser heutzutage. Die werden auch renoviert und modernisiert, aber sie entsprechen eigentlich nicht mehr dem, was auch von Räumlichkeiten, von der ganzen Technik sind sie. Manchmal sind sie in der richtigen Stadt, aber auch da am falschen Ort werden vielleicht besser nicht in der Altstadt, in der Innenstadt, sondern unten am Verkehrsweg, der auch vom Umland gut erreichbar wäre. Also es gibt viele, viele Probleme, die im Krankenhaus bestehen und die dazu geführt haben, dass es eigentlich ja leider ganz lange dazu geführt hat, dass nicht ernsthaft darüber diskutiert wurde, wo sind eigentlich wirkliche gute, sinnvolle Standorte für Krankenhäuser und die Bevölkerung auch rechtzeitig mitzunehmen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, da stirbt jetzt ein Krankenhaus oder wird verkauft, nur weil es defizitär ist, sondern wir kriegen einen Mehrwert für unsere gesundheitliche Versorgung. Diesen Prozess hat meiner Meinung nach die Politik stark versäumt. Ich kann ein Beispiel aus Hessen, wir haben in Hessen einen Landkreis, da ist mit einer größeren Stadt, wo es ein städtisches Krankenhaus gibt, der Landkreis hat auch ein Krankenhaus. Das Landkreiskrankenhaus hat 3 Millionen Schulden, dann hat der Kreis beschlossen, aus seinen eigenen Haushaltsmitteln 3 Millionen dazuzugeben. Das war vor 4 Jahren, inzwischen sind sie bei 5,6 Millionen Defizit jedes Jahr und haben jetzt wieder beschlossen, aus dem Landkreis da reinzustopfen. Das ist sozusagen diese finanzielle Seite. Wir kriegen zunehmend ein Problem, die Stationen mit ausreichend Personal, vor allem Pflegepersonal, zu besetzen. Das heißt, wir müssen noch ganz dringend erstmal die Bevölkerung auf einer Ebene mitnehmen, dass wir sagen, uns geht es nicht darum, jetzt hier irgendwas wegzusparen oder Geld zu sparen, sondern in eine Versorgung zu investieren, die am Ende dazu führt, dass ihr langfristig besser versorgt werdet unter Umständen, als es bisher der Fall ist. In Zentren, wenn es spezialisierte Sachen gibt, aber eben auch mit so einer Grund- und Regelversorgung, die man erreichen kann, wo man nicht bis in die nächste Großstadt fahren muss, sondern wo man eben ein wohnortnahes Angebot hat. Und dafür braucht man eigentlich einen richtigen Masterplan. Ich glaube, der Kollege Laumann in Nordrhein-Westfalen, der macht es ja auch gerade, dass er jetzt vorgeschlagen hat, die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man erstmal erklärt, wohin man eigentlich will, von der Versorgung her, dass es nicht darum geht, Betten abzubauen, um des Bettenabbaus willen, sondern dass man eben auch bereit ist, in neue Strukturen zu investieren. Manchmal ist es wirklich sinnvoll, ein altes Haus abzureißen oder anders zu nutzen und dafür vielleicht 5 Kilometer weiter ein modernes Krankenhaus, was geeignet ist, zum Beispiel auch im ländlichen Raum Zentren zu bilden, zum Beispiel für planbare Operationen, kann man durchaus auch im ländlichen Raum interessante Standorte entwickeln, die auch sowohl für das Personal eben als auch für die Patienten gute Versorgung sicherstellen. Ich glaube, im Moment ist die Angst, diese Arztpraxen sterben weg, weil der Hausarzt keinen Nachfolger findet und die Krankenhäuser werden geschlossen, weil sie defizitär sind. Aber das ist ja keine gesundheitspolitische Aussage, wo die Bevölkerung sagt, ich bin in Zukunft gut versorgt. Ja. Das heißt, die Geschichte muss anders aufgezogen werden und da sehe ich schon Politik in erster Linie in Verantwortung. Auf Ihrer Internetseite steht, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das möchte ich durchaus unterstreichen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, und das glaube ich ist eine politische Frage, es gibt auch ein Gebot der Daseins- und Gesundheitsvorsorge. Vom Gefühl her glaube ich, ich zahle jeden Monat immer mehr an Krankenkassenbeiträgen, bekomme aber irgendwo immer weniger zurück. Was sich auch darin ausdrückt, dass man Krankenhäuser nicht als Daseinsvorsorge, sondern als Gewinne abwerfende Unternehmen betrachtet. Kann das der künftige Weg sein? Glauben Sie, dass das politisch durchsetzbar ist? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, so wie jetzt bei mir zu Hause, die Krankenhäuser über den Rhein hinweg sogar Kooperationen beschlossen haben, um so das beiderseitige Dasein abzusichern? Also ich habe nicht grundsätzlich was gegen private Krankenhausträger, überhaupt gegen private, nicht grundsätzlich. Aber wenn ein Kreis
sein Krankenhaus verkauft, weil er die Defizite nicht mehr bezahlen kann, dann weiß man, da kommt ein privater Investor rein, der keine Defizite machen möchte. Und der wird auch entsprechend versuchen, die Kosten zu senken. Das ist, glaube ich, das, was Angst macht. Was glaube ich, richtig ist, ist zu sagen, wir brauchen ein Krankenhaus, was für diese Daseinsvorsorge notwendig ist. Was braucht so ein Krankenhaus? Welche Fachrichtungen brauchen? Die brauchen eine internistische Abteilung, die brauchen eine Notaufnahme, die brauchen eine kleinere chirurgische Aufnahme als Grundversorgung. Und dann hat man unter Umständen für etwas schwerere Fälle, eben muss man etwas weiterfahren, aber man hat im Prinzip eine Grundversorgung. Das ist, glaube ich, was passiert. Aber Sie hatten die Vorsorge ja auch kurz angesprochen. Das ist ein Thema, was gerade in Deutschland wirklich sehr, sehr vernachlässigt ist. Wir haben ja ein Präventionsgesetz erst seit wenigen Jahren überhaupt, wo zum Beispiel gefördert werden soll, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen, das ist ja vielleicht für Sie interessant, eben auch unterstützt werden sollen, wenn sie betriebliches Gesundheitsmanagement machen wollen. Das ist ja eigentlich, ein sehr guter Ansatz, weil natürlich auch ein Arbeitgeber gerade bei KMUs auch ein Interesse hat, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben oder sich gesund erhalten können oder auch dabei unterstützt werden. Und diese Programme, werden kaum abgerufen, weil es keine wirklich auch lokale Unterstützung gibt. Zum Beispiel, wenn man in der Straße verschiedene kleine Unternehmen und eine Tankstelle und einen Bäcker und einen Schneider mal zusammenzubringen und zu sagen, wir machen mal in einem bestimmten Quartier oder einem bestimmten Stadtviertel machen wir mal Aktionen, wo eben auch die kleinen und mittleren Unternehmen teilnehmen können, weil es eigentlich im Prinzip im Moment die Präventionsarbeit, die von den Kassen finanziert wird, eigentlich vor allem fürs Marketing benutzt wird und nicht tatsächlich für wirklich strukturelle Programme. Das ist, glaube ich, das Problem. Bei uns ist alles zerfleddert. Das ist in Ländern, die ein staatliches Gesundheitswesen haben, ist es einfacher. Da kommt manchmal Innovation später ins System, aber wenn sie kommt, dann kommt sie. Und es gibt andere Länder, wo praktisch der private Sektor alles bestimmt. Das wollen wir vielleicht alle auch nicht, dass man es am Ende dann nur noch nach dem Geldbeutel geht. Aber letztendlich, glaube ich, müssen wir ganz schnell dazu kommen, dass wir zu einer strukturellen Versorgungsdiskussion kommen. Wir haben als Grüne jetzt ein Positionspapier, das ist noch, ich würde mal sagen, noch sehr oberflächlich an bestimmten Teilen, wo wir vorschlagen, dass man Gesundheitsregionen definiert, also wo man sich mal anguckt, wo haben wir denn noch ein Krankenhaus, wie sieht in einer bestimmten Versorgungsregion, die auch so von der Mobilität her mal betrachtet wird, also wo kommt man hin, wo fahren die Leute eigentlich hin, die fahren ja zum Teil über die Landkreisgrenzen hinaus, wenn sie wissen, da ist was Besseres oder was anderes oder überhaupt was, das heißt, die sind ja gar nicht so ortsgebunden, wie wir das manchmal denken, das heißt, wie bildet sich eigentlich die Gesundheitsregion, wo haben wir die Hausärzte, wo haben wir das kleine Krankenhaus, wo haben wir die großen spezialisierten Krankenhäuser und dann kann man sagen, was fehlt uns denn eigentlich hier? Fehlen uns die Hautärzte? Die fehlen ja überall, weil es ist ein echter Mangelberuf geworden. Was fehlt uns und was müssen wir für eine Struktur anbieten, die es diesen Ärzten oder diesen Anbietern interessant macht, in diese Region zu kommen? Und da muss man die Kassen dazu bringen, dass sie das endlich mal finanzieren, dass sie in die Finanzierung von Daseinsvorsorge gehen und nicht einfach nur bestimmte Behandlungen oder bestimmte Leistungen, die in diesen Strukturen erbracht werden, zu finanzieren. Das ist ja das, was hauptsächlich passiert. Und dadurch haben wir diese Brüche in unserem System zwischen Finanzierung, von wer hat Interesse, dass was passiert. Die Kassen haben an den strukturellen Fragen kein Interesse. Die Länder haben auch kein Interesse, dass die Kassen Interesse haben, weil sie sagen, die Investitionskosten ist unsers. Und wir wissen, dass seit Jahren die Investitionskosten von den Ländern nicht in dem Maße, wie sie eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind, durchgeführt werden. Wenn ich Sie jetzt ein bisschen zusammenfassen darf, Herr Mutters Einsatz, dann höre ich raus, wir bräuchten einen Masterplan. Wir müssten nicht immer irgendwo irgendwelche Löcher stopfen oder an irgendwelchen Ecken irgendwas machen, sondern wir müssten versuchen, eine stringente Richtung und Strategie zu haben. Und ich glaube, die Vokabel, die uns heute den ganzen Tag schon begleitet, ist das Wort Flexibilität. Wir müssten viel flexibler sein und unser Herr aus der Kirche hat heute Morgen über Charisma gesprochen. Wir müssen immer gucken, wo was wirklich vonnöten ist und wer was anbieten kann. Mir stellt sich jetzt noch die Frage, inwieweit kann denn die oft genannte Telemedizin ein Stück weit dazu beitragen, dass wir ein bisschen mehr in Richtung Lösung gehen?
Also das wird meiner Meinung nach ist überhaupt nicht zu vermeiden, dass man bestimmte Techniken, die Wege verkürzen, die Kommunikation verbessern, die auch, ich sag mal, auch Lerneffekte oder die alles Mögliche erleichtern, auch tatsächlich nutzen. Ich meine, wir nutzen alle ein Handy, haben alle da die Telefonnummern drauf, deswegen merkt man sie sich nicht mehr, sondern ist völlig verloren, wenn man kein Handy mehr hat. Das heißt, wir arbeiten ja ständig mit digitalen Geräten. Das ist vielleicht bei den heute 90-Jährigen nicht der Fall, aber wir reden ja hier über uns. Also von daher kann man ja auch, glaube ich, ein bisschen mit anderen Ansprüchen rangehen. Wir haben in der Telematik, in der Telemedizin, da wird es Zeit, dass man, wie gesagt, es muss alles sicher sein und Datenschutz. Aber bitteschön, immer darüber zu reden, was da eigentlich die Potenziale sind. Und die sind sicher in der Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe. Aber ich bin ja, das sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich bin ja multimorbide, wie das so auf Neudeutsch heißt. Das heißt, ich habe mehrere Erkrankungen und ich habe in meinem Handy alle meine Informationen, schreibe ich immer mit der Hand in die Notizfunktion, weil ich keine elektronische Patientenakte habe. Das wäre aber ideal, weil ich muss regelmäßig Blutkontrollen machen. Ich bin bei verschiedenen Ärzten. Dann habe ich irgendwie so einen ausgedruckten Ordner unterm Arm, um dem Arzt zu zeigen, was der Letzte festgestellt hat und mir verschrieben hat. Ich bitte Sie, in Zeiten, in denen wir leben, wo alle anderen Formen über elektronische Informationswege gehen, ist es eigentlich ein Unding, dass es bei uns so 10 Jahre die Gematik daran gearbeitet hat, am Ende eine Karte zu haben, die im Prinzip jetzt veraltet ist, bevor sie überhaupt eingeführt wird. Das sind auch Prozesse, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fasst. Und ich glaube auch, dass man, weil ich ja für Pflege zuständig bin und auch für ältere Menschen und teilhabe, es gibt so viele alte Menschen, einschließlich mir, also ganz alt bin ich ja nun auch wieder noch nicht, aber wenn ich skype mit meiner Tochter, das ist für mich ein zusätzliches Mittel, mit meiner Tochter in Verbindung zu sein. Wir wohnen nicht beieinander, also weit entfernt, das ist ja die Realität der meisten Älteren heute, dass die Kinder ganz woanders wohnen, aber das Skypen ist für mich ein Teil sozusagen der Kommunikation mit meiner Tochter und WhatsApp. Und da habe ich auch noch eine Gruppe, ist auch noch mein Mann drin, wenn der auch was missen muss, dann ist der da halt mit drin. Familiengruppe. Das heißt, wir arbeiten doch alle mit diesen Instrumenten und warum soll man die dann nicht dazu benutzen, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, die Einsamkeit zu reduzieren, dafür zu sorgen, dass auch Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind und ihre Treppen nicht mehr rauf und runter rennen wie ein junges Reh, trotzdem an Kommunikationsprozessen im Stadtteil teilnehmen können oder auch in Kontakt stehen können mit Nachbarn und so weiter und so fort. Also einfach Netzwerke haben, die sie früher, als sie jünger waren, dadurch hatten, dass sie vor die Tür gegangen sind. Also das sind also Sachen, wo ich sage, da müssen wir ran. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Robotikeinsätze. Ich rede gar nicht nur für auch das Problem, was wir im Moment haben, dass wir vor allem entwicklerorientierte Produkte haben. Das heißt, irgendein Ingenieur hat eine tolle Idee und dann produziert er was und dann sucht er sich so die Käufer davon. Was wir wirklich brauchen, sind anwenderorientierte Entwicklung. Wir brauchen Roboter, wo Pflegekräfte mitentwickeln, was sie tatsächlich in der täglichen Arbeit entlasten würde. Ich mache mal ein Beispiel. Wir brauchen keinen Roboter, der pflegt. Den brauchen wir nicht. Aber wir brauchen Roboter, die unter Umständen schwere körperliche Tätigkeiten der Pflege begleiten und zur Entlastung beitragen. Es gibt inzwischen Apps, ich weiß nicht, wie Sie sich auskennen, aber es gibt die Wundbehandlung, ist so ein Thema, meistens im ambulanten Bereich, große Wunden, die vermessen werden müssen. Das wird noch mit Stöckchen und Zentimetermaß gemacht. Es gibt inzwischen Apps, die die Größe und Tiefe so einer Wunde messen und der Krankenpflegekraft sagen, was sie an Material braucht, um diese Wunde zu versorgen. Das heißt, das ist erstens hygienischer und zweitens hat sie eine Dokumentation der Wunde und drittens hat sie braucht eigentlich gar nichts weiter machen, sondern im Prinzip kann man das Rezept schon an die Apotheke geben, um das Material zusammenstellen zu lassen. Und solche Arbeitsprozesse zu vereinfachen, denn das muss doch das Ziel sein, weil ich glaube, für viele Pflegefachkräfte, ich bin ja selber von Haus aus Krankenschwester, ist die administrative Arbeit, alles was sozusagen also im eigentlichen Sinne unnütze Arbeit ist, die nicht dem Menschen zugewandt ist und die nicht der eigentlichen Pflege und Betreuung von Menschen nutzt, die muss man in den Vordergrund stellen. Die kann man auch nicht ersetzen durch einen Roboter, aber man kann oder durch Digitalisierung, aber man kann durch Roboter und Digitalisierung diese Freiräume schaffen. Und deswegen müssen die
Die Produkte selber müssen aber dann so sein, dass sie eben auch von den Anwendern benutzt werden und nicht irgendwie beiseite gelegt werden, weil sie komplizierter sind als das Verfahren vorher. Das heißt, was Sie gesagt haben, Herr Mutters, das ist ein Menschenrecht. Damit kommen wir dann auf den Menschen. Wenn ich zum Beispiel im Pflegeberuf Menschen heben muss, die mit 100 Pfund, obwohl das sehr leicht ist, aber sehr schwer sind zu transportieren, weil sie nicht mithelfen können, da kann ich mir vorstellen, Roboter einzusetzen, die unterstützen und die helfen. Für Dokumentationen kann ich zum Beispiel auf die Digitalisierung zurückgreifen, um etwas wie einen Dekubitus, ein Durchliegen oder eine große Wunde zu vermessen und dann zu wissen, welches Material brauche ich. All das sind Dinge, die mich entlasten vom Denken, vom Nachrechnen und von der körperlichen Arbeit. Da kann ich mir durchaus die Digitalisierung vorstellen. Ich würde gerne das Publikum mit einbeziehen. Vorher würde mich aber noch interessieren, wir haben heute Morgen gehört, dass uns 80.000 Pflegekräfte, glaube ich, fehlen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und Herr Spahn und seine Staatssekretärin sind ja auf Sammeltour oder Recruiting-Tour, oder wie man sowas heute nennt, in Mexiko, Kosovo und Philippinen unterwegs, habe ich mitgenommen. Was halten Sie von solchen Touren? Vielleicht als ersten Satz, ich glaube, dass wir ohne die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften das demografische Problem in bestimmten Bereichen nicht in den Griff kriegen werden. Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, ich bin ja immer ein hoffnungsvoller Mensch und solange ich Politik mache, habe ich immer den Eindruck, dass man es vielleicht noch hinkriegt. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich darauf angewiesen sein werden, auf eine qualifizierte Zuwanderung. Das ist auch eines der politischen Probleme, die in den letzten 30 Jahren leider vernachlässigt wurden und wo wir die jetzt tatsächlich auch die Auswirkungen von merken, weil wir hätten diese Zuwanderung, wir haben ja eine moderate Zuwanderung gehabt, aber die war eben nicht ausreichend. Das Problem ist, dass wir sind da im Moment dran, wir versuchen auch Vorschläge dazu zu entwickeln. Ich habe ja selber lange in Afrika gelebt, von daher kenne ich ja auch die Gesundheitswesen in anderen Kulturen. Wir haben in Deutschland ein besonderes Problem, gerade was die Pflege angeht, ist, dass im europäischen Raum, aber auch in vielen entwickelten Ländern wie Mexiko zum Beispiel oder in den Philippinen, die Ausbildung, die Pflegeausbildung zum Teil hochwertiger ist als bei uns und die Einsatzgebiete auf den Stationen oder auch vor allem in der Altenpflege auch hochwertiger sind als bei uns. Sie dürfen viel mehr. Auch der Hauptgrund der Spanier, die wir ja anfangs geholt hatten, die alle zurückgegangen sind oder wenn sie Deutsch konnten, sind die meisten in die Schweiz gegangen und ein paar auch wieder zurück nach Spanien, wegen der Arbeitsbedingungen. Und das ist einer der Punkte, wo man sich wirklich überlegen muss, was man tut, dass man auch den Ländern, wo die Leute herkommen, nicht schadet, weil die zum Teil auch demografische Probleme haben. Also Rumänien und Bulgarien zum Beispiel, die haben auch bereits demografische Probleme. Polen, wo die meisten Pflegekräfte auch in Deutschland herkommen, haben ein riesen demografisches Problem. Das ist zum Teil in manchen Regionen noch schlimmer als hier bei uns. Das heißt, wenn wir jetzt noch Fachkräfte von dort abziehen, ist das auch ein Problem. Deswegen muss man sich, glaube ich, sehr gut in ein sehr abgewogenes System überlegen, unter welchen Bedingungen man Menschen hierher holt, was man unter Umständen auch entwicklungspolitisch in bestimmten Ländern an neuen Ausbildungsstrukturen aufbaut, sodass die Länder selber auch davon profitieren. Da muss man sehr aufpassen. Wie gesagt, dieses wir holen sie mal alle her, hat meistens zur Folge, dass sie kommen und dann nach in die Schweiz gehen, weil da verdienen sie besser, haben ein hohes Ansehen als diese, haben ja alle einen universitären Abschluss im Gegensatz zu den Pflegekräften, die hier bei uns zurzeit noch ausgebildet sind, also die Examinierten. Das wird sich vielleicht mit der Generalistik ein bisschen ändern. Ich war neulich in Norwegen mit dem Gesundheitsausschuss, da haben wir haufenweise deutsche und aus Deutschland kommende Pflegefachkräfte getroffen, weil die gesagt haben, hier ist die Arbeitsbedingungen sind besser, wir werden besser bezahlt, hier das Ansehen des Berufs ist sehr viel höher. Das heißt, selbst wenn wir Leute herholen, dann verlieren wir die wieder, weil wir es nicht schaffen, tatsächlich den Pflegeberuf selber aufzuwerten. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem, wo auch, wie ich finde, alle mithelfen sollten, weil die Pflege manchmal auch ein bisschen lahm ist in Deutschland. Ich würde gerne das Mikrofon dann immer wieder geben, wenn Sie mir erlauben. Das ist, glaube ich, besser für die Technik. Ja, danke. Frau Schulz-Ascher, ich meine das jetzt wirklich nicht persönlich gegen Sie, aber ich habe wirklich meinen Blutdruck, der ist wirklich knapp unter der Schädeldecke. Sie haben ein paar Sachen gesagt, da ist mir fast wirklich also der Draht aus der Mütze gesprungen. Also erstens haben Sie gesagt, naja, also Politik ist das de facto ja eigentlich gar nicht schuld. Seit 1972 wissen wir, wie die demografische Entwicklung ist und Sie sagen, wir brauchen einen Masterplan. Ja, wir hätten schon längst einen haben müssen und können, wenn ich weiß, wie lange dieses Problem existiert.
Und dann, und das hat mich eigentlich am meisten erbost, da weinen sie Krokodiltränen hinterher, dass es die Familienstruktur des Landarztes mit der liebenden Frau, die zu Hause auf die Kinder aufpasst, nicht mehr gibt. Ja, bitteschön, wer hat denn diese gesellschaftliche Entwicklung angestoßen? Da war doch Ihre Partei maßgeblich dran beteiligt. Also bitte, bitte. Also das finde ich, dass das jetzt beklagt wird. Also da muss ich sagen, da komme ich nicht mehr mit. Und dann, wo Sie sagen, also die Politik und ich wasche da halb meine Hände in Unschuld. Also ich meine da jetzt nicht Ihre Partei, sondern die Politik im Allgemeinen und da sind Sie nun der einzige Vertreter hier. Sie fassen Beschlüsse, wo Transferleistungen ausgeschüttet wird, als wenn es kein Morgen gäbe. Wohl wissend, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr finanzierbar ist, ob da Rentenerhöhungen gemacht werden, sonstige Transferleistungen beschlossen werden. Wir wissen doch ganz genau, wann das irgendwann nicht mehr zu finanzieren ist und wo dann tatsächlich von den jungen Leuten der Vorschlag kommt, ab 50 dürfen wir bei Rot über die Ampel gehen oder ab 60 müssen wir bei Rot über die Ampel gehen. Naja, vielleicht fange ich mal mit dem Letzten an. Also ich habe nicht behauptet, dass die Politik nicht schuld wäre, sondern ich glaube, dass es den gesellschaftlichen Konsens zum Handeln die ganzen Jahre über nicht gab. Es gab die Diskussion, ich meine, die Bild-Zeitung war ja sehr hilfreich dafür, auch dass ein Krankenhaus eher subventioniert wird statt geschlossen, obwohl man es vielleicht gar nicht braucht. Man braucht für solche Sachen gesellschaftlichen Konsens und den gab es, das musste sich vielleicht auch unsere Generation ein bisschen zum Vorwurf machen, diesen Konsens gab es nicht, in diese Bereiche rechtzeitig zu investieren. Wir haben die Diskussion über die Frage, wie wird Rente finanziert, machen wir es wie im 19. Jahrhundert, also sehr auf die Erwerbsarbeit konzentriert, was die Sozialversicherung angeht, oder kommen wir zu breiteren Finanzierungssystemen. Dafür gab es die letzten Jahrzehnte keinen gesellschaftlichen Konsens und deswegen haben wir immer noch eine Sozialversicherungssysteme, die sich daran orientieren, dass die Erwerbstätigen einzahlen und die Leute, die gemischte Einkommen haben, also die unter erwerbstätig sind und sonstige, vielleicht sogar sehr hohe Einnahmen haben, sich in diesen Sozialsystemen gar nicht ausreichend beteiligen. Das sind Diskussionen, die muss man als Gesellschaft führen, wie gesagt, und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es da eine große Aufbruchstimmung auch in der Bevölkerung gab, diese Themen anzugehen. Und von daher, wie gesagt, ich finde, der Politik hat das adressiert, aber gesagt, es gab im Bundestag eine Enquetekommission seit Ende der 80er Jahre zum Thema Demografie über zwei Legislaturperioden mit vielen, vielen Vorschlägen, die praktisch nicht umgesetzt wurden. Deswegen glaube ich, das ist wirklich die Aufgabe von Politik, solche Themen zu adressieren und dann aber auch Formen zu finden, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Das ist nicht gemacht worden. Und es lag vielleicht ein bisschen an den Mehrheiten. Zu der Frage mit den Lebensverhältnissen. Wissen Sie, ich sehe so viele hochqualifizierte junge Frauen, und auch junge Männer übrigens inzwischen, die in Partnerschaften leben, wo man sich die Erwerbsarbeit teilt. Das sind andere Bedingungen und ich bin froh, dass es diese Frauen gibt und diese Familien, weil ich glaube, dass nicht angemessen ist, dass eine Frau mit ihren ganzen Potenzialen vielleicht eine gute Ausbildung macht und danach praktisch im häuslichen Bereich nur für die Familie zuständig ist, sondern dafür haben Frauen genauso große Potenziale, wie das Männer haben. Und ich finde diesen gesellschaftlichen Wandel, den wir jetzt haben, der ist hervorragend, weil er dazu führt, dass Frauen und Männer auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Und das ist auch gut so. Das will ich auch gar nicht abschreiten. Wir müssen natürlich die Strukturen schaffen, dass es möglich ist, so wie wir dafür gesorgt haben, dass man die Kinderbetreuung flächendeckend anbieten kann, bei allen Abstrichen, die es ja da auch noch gibt. Aber dass man das tun kann, genauso wie ich finde, dass man auch die Familien mehr unterstützen muss, die ihre Angehörigen pflegen. Da haben wir das Problem ja noch gar nicht, sind wir noch nicht mal auf dem Weg, sondern wird ja noch viel diskutiert, was ich ja vorhin eingangs gesagt habe. Aber ich glaube, dass wir ein Zurück in das Zeitalter, wo die Frauen den Haushalt machen und auch zur Einzelpraxis, auch die Männer wollen diese Einzelpraxis nicht mehr. Wir haben genauso große Probleme, Männer für eine Arztpraxis im ländlichen Raum zu finden und nicht nur, weil seine Frau selber einen Beruf hat und nicht bereit ist, dann mitzugehen. Das gibt einfach einen gesellschaftlichen Wandel und ich glaube, der ist auch richtig, aber wir müssen natürlich Strukturen und Formen finden, wie wir trotzdem unser Zusammenleben organisieren. Und der letzte Punkt, ich glaube, dass Politik an viel schuld ist, aber die Politik gibt es nicht.
Wir haben sehr unterschiedliche und, wie ich finde, auch gute Strukturen. Wir haben kommunale Strukturen, wo die Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger aktiv ist. Da kann im Prinzip jeder sich einbringen, auch gerade in solche niedrigschwelligen Angebote, wie ich gesagt habe, also Einsamkeit, Einsamkeitsvermeidung, soziales Leben und so weiter, bürgerschaftliches Engagement. Da haben wir eine gute Ebene auf der kommunalen Ebene, auch die ist Politik. Und auch da ist die Frage, inwieweit bringen sich die Bürgerinnen und Bürger ein, manchmal mehr als oder überhaupt mehr, als es auf den anderen Ebenen der Fall ist. Wir haben ein föderales System, was in vielen Bereichen hervorragend ist, weil wir auf der Länderebene, also auf einer großen regionalen Ebene Verantwortung haben, die sehr viel näher am Menschen ist, als es manchmal vom Bundestag aus der Fall ist. Und wir haben allerdings auch Probleme damit, was die Zuständigkeiten zum Teil angeht. Und wir haben eine Bundespolitik, die, wie Sie wissen, sehr stark von allgemeinen Stimmungen abhängig ist und wo in den letzten 30 Jahren mit kurzen Unterbrechungen eben eine konservative Grundhaltung war. Diese konservative Grundhaltung hat dazu geführt, dass bestimmte gesellschaftliche Prozesse nicht wahrgenommen wurden oder nicht wahrgenommen werden wollten. Herr Loring-Sittler, ich möchte Ihnen persönlich erstmal ein Kompliment aussprechen, dass überhaupt das Problembewusstsein da ist. Das ist keineswegs selbstverständlich, weil wir tatsächlich eine konservative Struktur haben, die sagen, so alles bestens und wer dran rummeckert, ist sozusagen ein Nestbeschmutzer. Also das ist kein persönlicher, im Gegenteil, gut, dass Sie da sind. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist, wir müssen uns abgewöhnen, ständig zu sagen, die Politik. Das ist total daneben. Wir haben die Regierung, die wir gewählt haben und die Parlamentarier, die wir gewählt haben. Und wir verdienen nichts Besseres. Das ist, muss man erst mal sagen. Und was Sie am Ende gesagt haben, dass wir uns so wenig darum gekümmert haben, das geht ganz weit zurück. Es hat unter Biedenkopf und Miegel schon lange die Diskussion gegeben, dass es so nicht weitergeht mit Demografie. Keiner wollte es hören. Weder die Bevölkerung, noch die Politiker, noch die Gesellschaft, noch die einzelnen Kommunen, sonst niemand. Und wir haben tatsächlich, wie Sie es beschreiben, eine total segmentierte Verwaltungsstruktur. Jede Kommune für sich, jeder Landkreis für sich, jedes Land für sich und dann alle gegen den Bund. Und der kriegt dann den ganzen Mist hochgeschoben. Also solange wir diese Strukturen dulden und nicht auf mehr Zusammenarbeit bestehen und als Wähler nicht verlangen, dass du dass wie ein Masterplan gemacht wird, und zwar von der Kommune angefangen, über den Landkreis auf Landesebene und dann auf Bundesebene. Wenn wir das nicht verlangen, passiert es einfach nicht, weil wir auch natürlich Politiker haben, die gucken, wie kann ich mich wiederwählen lassen. Und dadurch kommt auch eine deutsche Mentalität übrigens, so eine totale Versorgungsmentalität wie im Einzelhandel. Ich gehe in den Laden in der Demokratie und kaufe mir was oder kriegst umsonst sogar oder ich zahle Steuern und kriege nicht genug wieder und so, ne? Das müssen wir uns abgewöhnen. Wenn wir uns nicht selber helfen und unseren Teil dazu beitragen, diese wahnsinnigen Herausforderungen zu bewältigen, dann werden sie nicht bewältigt. Der Staat alleine kann es nicht. Der kann es nicht. Und er soll es übrigens auch nicht, weil wir ein Demokratieverständnis haben, wo wir sagen, das Selbstbestimmungsprinzip ist hochzuhalten und deswegen auch Subsidiarität. Man darf den kleinen Gemeinden die Verantwortung nicht wegnehmen, die sie haben. Und deswegen müssen wir zum Beispiel bei der Pflege ganz stark darauf dringen, dass es wieder rekommunalisiert wird. Dass Pflege ein Bundesding ist, ist das Allerletzte. Den Leuten wird die Verantwortung weggenommen, statt ihnen Verantwortung zuzuschieben und sagen, ihr schafft das schon. Und auch heute mit der Staatssekretärin, sie hat zwar das Wort Ehrenamt einmal benutzt, aber dass man die Pflegeberufe attraktiver dadurch machen kann, dass man auch Niedrigqualifizierte in Tätigkeiten reinschult, die nicht unbedingt medizinische Pflege sind, sondern Betten machen und sonst was alles. Jetzt müssen die Pfleger alles machen. Das ist nicht attraktiv. Wir könnten aber mit den vielen Unqualifizierten, die wir haben, leicht Abhilfe schaffen. Wir könnten auch mehr Ehrenamtliche reintun. Bloß Ehrenamtliche fallen ja nicht wie Regentropfen vom Himmel, sondern müssen systematisch gewonnen, anerkannt, möglicherweise auch geringfügig bezahlt werden, weil viele übrigens altersarm sind und deswegen mit einer kleinen Bezahlung ihr Leben verbessern können. Alles das ist nur in Ansätzen vorhanden und wird immer nur tröpfchenweise, was Sie auch gesagt haben, die Projektfinanzierung. Wir haben Tausende von Projekten, die gut sind. Und keins wird auf Regel umgesetzt. Nur ein Beispiel in der Pflege wieder, weil wir über Gesundheit gesprochen haben. Ich habe neulich beim GKV Spitzenwand eine Fachtagung zu nichtmedizinischen Interventionen in der Pflege. Und der hat zu Recht gesagt, wenn 2/3 unserer Pflegenden zu Hause gepflegt werden und wir wissen, dass die überlastet sind, müssten wir doch da präventiv jetzt Beratungen bezahlen aus Krankenkassenmitteln, damit die wissen, welche Probleme habe ich, was ist das Wichtigste, wer kann mir dabei in welcher Weise helfen. Und diese Übersicht zu verschaffen, die kann kein normaler Mensch. Der muss Jura studiert haben und Sozialarbeit und noch das SGB auswendig können. Ja? Und wenn solche Strukturen zu schaffen, das geht. Es gab ein Projekt, wo sie systematisch mit Karten einfach gesagt haben, nennen Sie Ihre 5 wichtigsten Probleme. Dann haben sie systematisch eins nach dem anderen
tatsächlich gelöst und dadurch eine unglaubliche Entlastung geschafft bei dem Potenzial, was 2/3 ausmacht und nicht 1/3, die stationär verpflegt werden. Also da müssen wir einfach wesentlich kreativer und selbstbewusster werden, auch in unseren Forderungen übrigens vor der Wahl. Es geht eben nicht, wenn man über die Halskette der Bundeskanzlerin diskutiert, statt über Pflegenotstand. Ein einziger hat eine Frage gestellt zur Pflege, der junge Pfleger. Bums, ist was geschehen. Ja? Und dafür, wir stellen zu wenig Fragen und wir bringen uns auch zu wenig ein. Vielen Dank. Ich komme dann gleich zu Ihnen. Ja, vielen Dank, Paul Funk. Ich möchte bald auch in der Pflege tätig werden. Vielen Dank auch an alle. Ich habe heute schon viel gelernt. Allerdings überschreitet der Rückblick in die 70er Jahre weit meine Lebenszeit. Die bisherige, deswegen möchte ich jetzt auch nochmal in die Zukunft gucken. Sie haben schon Telemedizin angesprochen als Lösungsansätze für die Zukunft und auch, Sie haben schon gefragt, selbst wenn Sie von Arzt zu Arzt gehen, müssen Sie immer noch Ihre Mappe mitschleppen und Ihre Informationen und wir brauchen digitale Lösungen. Aber es kam jetzt nur vor kurzem ganz, ist mal aufgeploppt in den Medien, dass weltweit Tausende von Datensätzen gehackt wurden an Röntgenbildern, MRT-Bildern und so weiter. Und wir haben ständig die Frage jetzt schon im sozialen Bereich, die Datenkraken in den USA zum Beispiel, auch Informationsmedien, Sie haben angesprochen, WhatsApp. Es gibt so viele Messenger. Warum nutzen wir nur WhatsApp? Weil wir das alle nutzen und uns auf eine Plattform einigen müssten. Und die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen. Vorhin wurde mal das BSI genannt. Da müsste man jetzt eigentlich schon handeln, weil es jetzt bald kommt. Telemedizin-Startups, also sind im Ausland, werden die ansässig, weil in Deutschland zum Beispiel es noch nicht getestet werden darf und es da rechtliche Hürden gibt. Also die Politik sagt immer, sie will Rahmenbedingungen schaffen, aber im Moment ist es eher noch ein zukunftsunfreundliches Umfeld, was wir dafür in Deutschland haben. Und da ist jetzt meine Frage, da müsste man jetzt eigentlich handeln. Die Politik müsste ein einheitliches, sicheres eine digitale Infrastruktur schaffen, in Verbindung mit Internet ausrollen in ganz Deutschland. Also da muss man so ein großes Gesamtheitskonzept für die Zukunft sehen, was man parallel zum Aufräumen der Versäumnisse der Vergangenheit unbedingt mit im Blick haben muss. Und da wollte ich Sie fragen, ob es da schon was gibt oder ob Sie da schon tätig sind. Ja, genau. Also wir haben, das eine ist ja die ganze Frage, wie bauen wir 5G aus, also die Frage der Infrastruktur, überhaupt der technischen Voraussetzungen, überhaupt die Datenströme zu leiten. Das ist, da kennen Sie das Problem, dass es eben, gerade in bestimmten ländlichen Räumen, eben bei Weipen noch nicht wirklich eine Flächendeckung gibt. Ich komme ja aus dem Ballungsraum Rhein-Main, also bei Frankfurt, wenn bei uns die Deutsche Bank oder die Deutsche Börse vor allem, wir haben ja die Börse bei uns in Eschborn, ist ja nicht die Frankfurter, sondern die Eschborner Börse, wenn die in Betrieb gehen, dann geht bei uns das Datenvolumen runter, das merkt man direkt. Ja? Das heißt, das ist ja für so einen Ballungsraum eigentlich auch nicht denkbar. Aber wie gesagt, im ländlichen Raum, wo es gar keine Versorgung gibt, ist natürlich für die Leute absurd, wenn wir jetzt alle darüber reden, dass Telemedizin möglich sein soll oder digitale Verbindungen. Deswegen glaube ich, ist das der Ausbau der Infrastruktur, gerade dieser technischen Infrastruktur, ja schon mal sehr wesentlich ist. Der Minister Spahn bringt ja jetzt ein Digitalisierungsgesetz auf den Weg, was auch ein bisschen die Sperren, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die sich nun wieder aus einem anderen politischen Problem, nämlich der Selbstverwaltung, ergeben, nämlich auch gerade die elektronische Patientenakte zu ermöglichen. Wir haben da noch ein bisschen Einwände, aber also konkrete Vorschläge, wie man es verbessern könnte. Aber vom Grundsatz her sind sich, glaube ich, alle einig, dass es jetzt endlich so eine elektronische Patientenakte geben muss. Gibt es auch jetzt wenig Widerspruch, aber da sind zum Beispiel jetzt auch die Frage der Schnittstellen zu anderen Anwendungen. Also Sie haben dann das Problem, dass Sie unter Umständen für die Ärzte ein bestimmtes System einführen. Das hat dann keine Schnittmengen mit den bereits eingeführten elektronischen System der Apotheker, also wo das Rezept ausgetauscht wird. Solche technischen Fragen müssen ganz schnell gelöst werden und da gehört natürlich auch die Frage dazu, wie sicher diese Daten sind. Es gibt bei den Krankenkassen, auch gerade was die elektronische Patientenakte angeht, gibt es verschiedene Modelle. Ich kann das ehrlich gesagt technisch nicht beurteilen, welches davon das Idealere ist, was den Datenschutz angeht. Ob es sozusagen eine zentrale oder eine dezentrale Lagerung der Daten geben sollte, das müssen dann Fachleute nochmal einen Blick drauf werfen. Aber es ist eigentlich so, dass wir doch relativ kurz davor stehen, dass wir tatsächlich auch diesen Bereich jetzt
in eine digitale Form überbringen können und damit auch alle Daten erstmal zusammenzufassen. Dass Datenleaks, wie wir es jetzt gerade hatten, es waren ja vor allem Daten, es gab, glaube ich, ein paar Deutsche dabei, aber die meisten waren aus den USA. Das sind sicher Sachen, wo man sehr viel mehr darauf achten muss, welche Computer, also wie auch welche Ausstattung zum Beispiel in Arztpraxen oder Krankenhäusern stehen, weil in dem konkreten Fall war es ja so, dass tatsächlich von einem Computer alles abgezogen wurde, was dort an Daten gesammelt wurde. Das darf natürlich nicht passieren und da bin ich auch der Meinung, dass man da eben einen Blick drauf, aber das ist echt nicht also diese technischen Kenntnisse habe ich nicht. Da müssen die Datenschützer und die Techniker ran und ich hoffe, dass wir auch gute Leute haben. Aber natürlich muss das mit eine politische Priorität sein, darauf zu achten. So eine Wortmeldung haben wir noch und ich glaube, da muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen. Bitte sehr. Drei Punkte: Datenschutz, Hilfe und Masterplan. Wer ist derjenige, der jetzt den Masterplan aufstellt, damit diese vielen Probleme, die ich heute gehört habe, nun irgendwie zusammengefasst werden? Überall hört man dolle Probleme, was nicht geht und da muss doch, schön, dass wir hier zusammensitzen und wir gehen nach Hause und es hat sich nichts geändert. Wir haben uns gegenseitig die Probleme vorgetragen, die wir schon alle kennen und es ändert sich nichts. Die Frage ist, wer ist die Stelle, die endlich den Masterplan macht und sagt, du machst das und du machst das? Ich weiß es nicht, aber ich meine, das wäre eigentlich das Ergebnis dieser Sitzung. Wenn wir das nicht haben, waren wir umsonst hier. Punkt 1. Punkt 2 zum Datenschutz. Das ist ja eine Krake, eine Bürokratiemonster. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, da ging ich aufs Polizeirevier, zahlte 1,50 Mark und kriegte alle Auskünfte, die ich haben wollte, wer wo wohnt und wie ich ihn kriege. Ich weiß nicht, ich habe diesen Datenschutz nicht nötig für mich. Über mich darf man alles wissen. Ich weiß gar nicht, was alles so geheimnisvoll in unserem Leben ist, dass wir uns eine Bürokratie aufbauen. Wenn ich sehe, die Ärzte, das Schlimmste, wenn man zum Arzt geht, ist doch die Datenschutzerklärung und bei den Krankenhäusern auch. Ne? Völlig überflüssig, nach meiner Meinung. Und im Übrigen, das Letzte, Hilfe. Ich bin ein alter Mensch, aber noch einigermaßen fit. Nun frage ich mich, wie kann ich denn mich einsetzen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal heißt es Ehrenamt. Okay, Ehrenamt. Dies und das macht man ja. Aber ich bin der Meinung, es gibt noch was ganz anderes. Jeder, der einigermaßen noch fit ist im Alter, hat ja was gelernt und kann ja was. Und warum kann man das nicht abrufen? Das wird nicht abgerufen, wird auch nicht geplant. Vielleicht, weil die Leute, die noch im Geschäft sind, da eine neue Konkurrenz fürchten. Das kann ich nicht beurteilen, ob das eine Konkurrenz ist. Aber ich meine, die Alten wollen ja auch noch ein bisschen tätig sein. Nicht voll, aber ein bisschen, was man kann, möchte man doch gerne. Aber da gibt es überhaupt keine, ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass das irgendwie initiiert wird, die mal in Funktion zu setzen, das, was sie können, auch noch im Alter umsonst, ich gehe davon aus, dass das umsonst geschieht, an den Mann zu bringen. Ja. Dankeschön. Also ich glaube, im Grunde genommen, um jetzt auf die Zielgerade zu kommen, sagen Sie, wir haben vorhin in unserem Workshop gesagt, wir wollen nicht so viel Anglizismen verwenden, aber jetzt muss ich doch mal einen verwenden. Wir brauchen nach dieser Veranstaltung heute so etwas wie einen Call to Act. Was machen wir mit den vielen Diskussionen? Was machen wir damit, was wir zusammengetragen haben? Was machen wir mit allem dem, was wir nochmal eruiert haben, was wir nochmal verifiziert haben, wozu wir Fachfrauen und Fachmänner gehört haben? Was machen wir damit, Herr Muthers? Ja, gute Antwort. Masterplan, genau. Ich möchte gerade, oder wollen Sie dem Herrn antworten? Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich im Alter einzubringen. Es gibt eine viele Organisationen, ich habe jetzt nicht alle Links oder alle Internetadressen im Kopf, aber mir fällt spontan ein rentner.de. Also leihen wir einen Rentner. So ungefähr. Das ist eine Idee, die aus der Schweiz kommt, aber mittlerweile auch in Deutschland und Österreich verbreitet ist. Und so gibt es. Ja. Rennopa oder so. Also es gibt darüber hinaus noch viele andere Organisationen, die Ihnen helfen könnten, sich noch zu betätigen. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Ehrenamt. Ich würde mir wünschen, dass wir die Vergütung, die das Ehrenamt bekommt, endlich steuerfrei stellen. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, wenn man
Ehrenamtler, die etwas nebenbei machen, die sich einsetzen beim Roten Kreuz, bei der Caritas oder weiß der Teufel so. Wenn man das, was die bekommen, dann auch noch, soweit ich weiß, zu zwei Dritteln besteuert. Also ich finde das ungeheuer, dass man hier diese positive Neigung der Menschen, etwas für andere Menschen zu tun, auch wiederum besteuert. Das ist zwar typisch deutsch, aber ich glaube, das passt einfach nicht in den Grundgedanken. Wir haben bei uns in der Stadt jetzt eine sogenannte Kümmerin installiert, die nach einem Jahr jetzt in einen Halbtagsjob übersetzt wurde, also auch festangestellt wurde, eine ältere Dame, die nichts anderes macht, als sich zu kümmern. Also ihre Aufgabe ist es, anderen Menschen zu helfen, ihnen bei Formularen zu helfen, ihnen einfach mal zuzuhören. Ihre Nummer kennt jeder, die steht irgendwo in den Mitteilungsblättern. Also auch eine Idee, wie man sich als Mensch, der gut zuhören kann, vielleicht engagieren. Ich glaube, es gibt im Krankenhaus die ganzen grünen Mitarbeiter. Ich glaube, die heißen grüne Dame, grüne Herren. Ja, auch eine Möglichkeit. Das heißt also mal schauen, vielleicht mal googeln und entsprechende Links verfolgen. Ja, nur ganz kurz vorneweg, heute werden ja schon sehr viele Daten gesammelt und die Verbindung vieler Daten ist schon ein bisschen gefährlicher als die Situation, die Sie geschildert haben. Ich wollte auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist diese Ehrenamtsfrage, weil wir haben wirklich, das ist ja das Besondere oder das ist ja die große Stärke dieser demografischen Entwicklung, dass wir sehr viel gesunde und voll im Leben stehende ältere Menschen haben mit Berufserfahrung, mit technischen Fähigkeiten, mit Ausbildung, mit Lebenserfahrung und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein hoher Wert und ich glaube, dass es eine der Aufgaben ist, das auch deutlich zu machen, dass wir es hier nicht mit, wir reden immer über Pflege und Krankheit und weiß ich was, aber wir haben ja erstmal eine Gruppe von Menschen, die in der Regel sehr, sehr fit sind und eben über eine große Lebenserfahrung verfügen und die brauchen wir, können wir sehr gut in diesem ehrenamtlichen Bereich gebrauchen, in verschiedensten Bereichen. Ob jetzt eine Anleitung von Handwerkern, in der Ausbildung, in der Begleitung von vielleicht Auszubildenden, die Schwierigkeiten haben, ansonsten die Ausbildung durchzuziehen, was auch immer. Das Entscheidende ist, dass man, und das ist, glaube ich, wirklich auf der kommunalen Ebene, was Sie sagten, Kümmerer, es gibt Gemeinden in Deutschland, die haben eine voll angestellte Kraft, die nichts anderes macht, als die Menschen in der Kommune oder in der Gemeinde miteinander zu verknüpfen. Die haben eine Internetplattform, wo Leute eintragen können, was sie gut können, was sie gerne tun würden. Und es gibt andere, die können das abrufen. Ob das, da entstehen Freundschaften, man muss die Leute zusammenbringen, die finden sich nicht alleine, sondern da hat die Kommune eine große Aufgabe. Und das Zweite, wo Sie sagen, der Masterplan. Es gibt ein paar Regionen in Deutschland, die sind auf dem Weg, diesen Masterplan zu machen. Erstmal für sich, wie gesagt, der große Rahmen fehlt noch, aber die Idee ist eigentlich schon da. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, in der Gesundheitsversorgung ist der Begriff jetzt Gesundheitsregionen. Das heißt, man versucht, Gebiete anzuschauen, wo Bevölkerung wohnt, in welcher Konzentration, mit welcher Struktur. Und man schaut, welche Angebote haben wir da im Bereich Pflege, im Bereich Krankenhaus, im Bereich ambulante Versorgung und wo gibt es Versorgungslöcher. Und diese Region als eine solche zu definieren und dann aber eben auch vertraglich festzulegen mit allen Akteuren, mit Krankenkassen, die da finanziell rein müssen, mit den verschiedenen, mit den Ärzten, mit den Pflegediensten, mit den Pflegeheimen, den Krankenhäusern, die machen einen Vertrag in der Gesundheitsregion und ein Beispiel entsteht jetzt gerade in Hessen, wo ich ja herkomme, im Norden in einem Landkreis, der von der Demografie am heftigsten betroffen ist in Hessen, also wo die Alterung am meisten fortschreitet und auch noch dazu verbunden mit Abwanderung. Und dort bildet sich gerade so eine Gesundheitsregion, das heißt, es gibt einen richtigen Vertrag und so verstehe ich eigentlich auch im Masterplan, dass sich verschiedene Akteure einschließlich der Finanzierer zusammenschließen und sagen, das und das wollen wir machen, wollen wir bis zum bestimmten Zeitpunkt erreicht haben und hier engagiert sich der und hier finanziert der, solche Bündnisse zu schließen. Und zwar erstmal mit den Leuten, die da sind, dann hat man nämlich auch die Kraft, noch Leute zu suchen, die man noch zusätzlich braucht. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Es gibt auch größere, übrigens zum Beispiel bei Baden-Württemberg, die Rhein-Neckar-Region, da haben sich drei große Kommunen und die Städte Heidelberg-Mannheim haben sich zusammengeschlossen, haben eine Gesundheitsregion gegründet. Da sind die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhäuser, die Universitätskliniken. Da ist sogar ein Teil von Südhessen dabei, weil die Versorgungsgebiete im südlichen
im südlichen Odenwald halt sich eher nach Baden-Württemberg orientieren als nach Norden. Und da bildet sich, da ist eine Gesundheitsregion im Aufbau, wo mehrere Kommunen, darunter eben auch drei Landkreise mit beteiligt sind und wo tatsächlich versucht wird, eben auch Versorgungslöcher wieder zu stopfen oder mit neuen Angeboten eben dann auch die Versorgung wieder sicherzustellen. Weil wir werden es nicht schaffen, indem wir von oben runter sagen, jetzt müssen alle da und dahin, sondern wir haben ein sehr kompliziertes System, aber ich glaube, dass diese Region, wo das von unten wächst, wo die Akteure zusammenarbeiten, die sich ja auch kennen, in der Realität kennen die sich ja alle, ja, die in so einem Landkreis kennen die Leute ins Krankenhaus und die Ärzte im Krankenhaus und die Ärzte im Krankenhaus, die kennen die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte, weil sie mit denen immer Kontakt haben. Das heißt, wir bringen im Prinzip in der Organisationsstruktur, in der verbindlichen Zusammenarbeit Leute zusammen, die eh schon mehr oder weniger gut zusammengearbeitet haben. Darin, glaube ich, liegt eine ganz, ganz große Chance und ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen schneller ginge, als es bisher der Fall ist.